Und damit herzlich willkommen zurück zu The Prince of Persia. Wir sind auf dem Weg offensichtlich nach hier. Denn nach da können wir nicht. Das kann ich nicht auswählen. Warum auch immer. Verstehe nicht ganz. Das hier ist Step of Omar, das hier ist Wings of Omar. Ich verstehe es nicht hundertprozentig. Breath of Omar, Step of Omar. Ah, okay. Wir haben scheinbar die Step of Omar Sachen freigeschaltet. Ja, okay. Hand of Omar, Wings of Omar, Breath of Omar. Okay. Dann gehen wir jetzt offensichtlich erstmal dahin. Ich bin im falschen Speicherstand. Das ist übrigens genau das, was ich meinte. Der oberste Speicherstand ist nicht der letzte, sondern irgendein Quicksave. Kann ich euch jetzt nochmal zeigen, weil ich war gerade hart verwirrt, warum ich hier bin. Autosave. Von 17:13 und nicht von 18:07. Ein dummes Kackspiel, Alter. Fast eine Stunde zurückgeworfen. Egal. Falls ich mich heute ein bisschen anders anhöre, ich habe gerade noch... Ich korrigiere mich, ich habe keine Gatze mehr auf dem Schoß. Dementsprechend dürfte ich mich jetzt gleich wieder normal anhören. So, Moment. So. Junge. Ich habe doch eine Destination gechoost. So. Abgehen. Wo müssen wir hin? Na, da lang. Und let's go. Bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Habe ich übrigens nicht hingedrückt. Also die Steuerung ist sehr krebsig, muss ich sagen. So, weil jetzt... Also erstmal dreht er mich automatisch weg, ne? Jetzt muss ich links drücken. Und jetzt muss ich ja auch nach links drücken. Was natürlich komplett falsch ist. Sehr schön. Wir sind noch richtig hier. Ich sehe, by the way, nichts, danke. Okay, das Zeug zieht mich rein. Gut, das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Keine Ahnung, ob wir das schon mal ausprobiert haben. Ah, guck mal, hier ist auch das Zeichen, was wir dafür brauchen. Okay. Ehre. So, wahrscheinlich hier lang weiter? Ja. Okay. Theoretisch hätten wir das auch einfach mit einem Dingens machen können. Au. Den habe ich zu spät gesehen, als dass ich noch hätte reagieren können. So. Da sind wir. Und haben das Ding wieder kaputt gemacht, bevor was passiert ist. Und wir müssen weiter geradeaus. Ja, das hier ist ja quasi der Bereich, in den wir noch nicht rein können, glaube ich. Richtig? Ne, wir sind schon weiter. Ah, dann ist das, wo ich eben war, der Bereich, wo wir noch nicht rein können. So. Das war eine Rampe, okay. Das habe ich nicht gesehen gehabt. Gut, wir sind da, aber wo sollen wir hin? Ah, nach oben. Okay, gut. Hätte man anhand des Rings auch ahnen können. Servus. Okay, jetzt sind wir weiter nach hier. Das reicht auf keinen Fall, aber ich glaube, das reicht auch nicht. Doch, reicht es. Okay. Hätte jetzt irgendwie nicht erwartet gehabt. Ne? Wir können weiter nach hoch. Zack, und dann können wir wahrscheinlich... We have. The fertile grounds at the top of that window.
but we'll have to go around the outside of it to get to the plates. Was? Okay, also diese Plates funktionieren jetzt noch nicht, oder doch? Doch, scheinbar schon. Okay. Man kann relativ früh tatsächlich schon drücken. Und es funktioniert trotzdem, obwohl man noch 10 Minuten warten muss. Aber wir sind jetzt irgendwo unten. Nice. You know, I once thought about settling down, milling flour for a living. Really? Are you kidding? How boring would that be? I wonder how much longer we. Okay, er verarscht sie erstmal. Nice. Cooler Typ auf jeden Fall. Power plates are behind those gears up there. Ja, und eine kommen wir ran. Cranks and gears, gears and cranks. Isn't there just something we can hit to make it work? Why don't you try moving those cranks? Does it need this many controls? I think one gear turned the millstone. The other must have said how fine the flour was ground. Is flour relevant right now? I think the one on the right moves the gears. The other sets their timing. Any more milling advice? What do I do to get a fluffy milk? Think one step ahead. You have to have the gears in position before you turn them into the final place. Yeah, otherwise the flour might come out too coarse. I mean, if we get a lumpy loaf, we're doomed, right? Just turn the crank. Alter, ist komplett zu kotzen. Wohin sollen wir denn jetzt gerade? Okay, wir sollen. Sure, there's not something I can just, you know, hit. Können wir nicht einfach darauf? Nö, können wir nicht, okay. Gut, das heißt, wir müssen beide einstellen, glaube ich. Wir müssen quasi dahin. Ne, ich habe nichts mehr gedrückt, Bruder. Okay, wir müssen immer auf sie warten, das ist ja nervig. Okay, so drehen sie beide entgegengesetzt und so dreht das auch entgegengesetzt. Okay, ich glaube, ich hätte gern. Ich glaube, ich muss einmal entgegengesetzt drehen und dann das machen. So. Und dann, hallo. Und dann das. Das dreht immer zwei, okay. Pass auf. Ich hasse übrigens Rätsel, ne? Da waren wir eben schon. Der dreht jetzt zwei, während der nur einen dreht. So. Komm, zack, zack. Zack. Easy Game, Bruder. Let's get up there. Let's, warte, wir haben erstmal ein bisschen was mit zu schnacken mit ihr. Okay, wir haben nicht mehr, oder? Well, maybe the people that put this together wanted to make something that lasted. Did the job well. Windmills, a hobby of yours? If you don't understand how a city works, you can't help its people. Spend your time making a mill, saving, preparing. Might as well be between the millstones with life grinding you down. Patience is overrated. And you've never heard that good things are worth waiting for? Good things are good things. Why wait? You want to admire those mill workings a bit more, or should we climb the tower?
Okay, er ist einfach ein Vollassi wie immer. Ich muss sagen, der Prinz ist in jedem Teil einfach ein Assi. Warum ist das so? Ja, er ist halt wirklich dumm, ne? Was zum Fick, Alter? Ich muss halt nach hinten drücken, obwohl es eigentlich nach rechts war. Naja, egal. Egal. Was ist der Plan? Das offensichtlich nicht. Ich hab B gedrückt. Spiel, hast du Lust, mich heute noch spielen? Ach, jetzt geht's wieder, okay. So, jetzt bleibt er da stehen. Warum blieb er jetzt nicht hier stehen? Bleibt nicht hier stehen, okay. Nee. Was zum Fick soll ich machen? Hä? Also ist ja möglich, dass ich gerade komplett lost bin, ne? Aber das Drehding erklärt sich mir nicht so richtig. Ich muss auch da noch den richtigen Punkt abwarten. Das ist doch komplett dumm. Das war da, möchte ich anmerken. Okay, also ungefähr, wenn es unten ist. Kann ich loslaufen. So, aber was soll ich hier machen? Ich könnte da rüber springen, ne? Das versuche ich jetzt mal. Also das Drehding hätten sie von mir aus rauslassen können, ist ja nur nervig. Ja, okay, das Ding zeigt mir sogar an, dass ich hoch soll quasi. Noch ein Rätsel. Und zwar ein größeres Spiel. Okay. They had to make it this complicated. We have to look at where each gear is, then balance the number of times they all turn using the other crank. It's not that bad. I think the right crank turns the gears. The one on the left controls the number of times the gears turn. Just imagine this was a temple. You need to get through the door. What would you do? You're thinking of gold? Actually, I was thinking of altar girls, but gold's a good motivation too. I mean, this is the same as the floor we did before, but I've got to line all three gears up. Have you seen outside this mill? I bet you can see across the whole city from the top. But all the millers see are these walls and bags of grain. And they know they're doing something that helps people. It takes patience, just like this. We've just got to get the gears set up in the right place, so one turn will line them all up. Ich habe noch gar nichts getan, möchte ich anmerken. Du hast gestohlen. Okay, also das müsste gerade 2 gedreht werden. Das ist in der perfekten Position. Das müsste auch 2 gedreht werden. Wir gucken mal an, welche Möglichkeiten wir haben. Das 2 drehen, das 1 drehen.
Alle einen drehen. Das zwei drehen, das einen drehen. Die zwei einen drehen. Dann wäre das schon mal richtig. Ich habe schon wieder alle vergessen übrigens, bevor mich jetzt jemand fragt. So. Das bringt uns gerade nichts. Haben wir einen, wo wir nur den rechten drehen? Nee, das ist... Das ist alle einen. Machen wir mal das. Ist falsche Richtung, ne? Ist das egal? Ist richtige Richtung, okay. Das sollte funktionieren, oder? Ich meine ja. Komm her. Ich will sie die ganze Zeit Kailina nennen. Ja, easy. Das war jetzt wirklich nicht so schwer. Ich glaube, man muss wirklich vorher nur ein bisschen gucken, wie es funktioniert. Und dann ist es auch nicht so schwer. Sehr schön. Okay. Ist ja scheiße schon mal. Hätte ich nicht gebraucht. Habe ich dann auch gemerkt. Ach Gott, das sind auch die Viecher. Habe ich zu spät realisiert. Hä? Also wie dumm ist denn das bitte? Dass ich da nicht einfach dran hängen bleiben kann. Junge, lauf dann noch ein Stück weiter. Wir haben noch zweieinhalb Minuten. Ab in den Kampf, würde ich sagen. The enemy change state. Only X attack will end the state. Alex is injured. She will recover over time or if you help her. Wie kann ich ihr denn helfen? Junge! Ist er ja gerade geswappt oder was? Ich möchte angreifen, bitte. B. Bei dem muss ich nicht so doll drücken. Aber bei dem muss ich nicht cheaten dafür. So, verreck du Drecksvieh. Meine Fresse, Alter.
Also der Kampf ist bis jetzt eher so okay von einer falsche Taste. Ist bisher eher so okay von der Anspruch. Vom Anspruch her. Junge, er hat regeneriert oder was? Okay, ihn gegen die Wand boxen ist ziemlich effektiv. Okay, wir haben ja ewig Zeit da. Meine Güte, verreck du Drecksvieh. Ja, bei der Attacke müssen wir ja. Also der ist irgendwie relativ immun gegen unsere Draufhaut-Taktik. Ich könnte ein bisschen später blocken, dann könnte ich direkt kontern. Und weg mit dir. Klar haut das Taxi wieder ab. Gut, ich werde aber sagen, wie wir hier weitermachen. Sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.